So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Relax Play. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Und zwar in dem neuen Spiel Forza Horizon 3, das jetzt am 27. Dezember den Release hat. Und ich durfte schon ein bisschen früher spielen wegen der VIP Edition. Und ich freue mich, euch zeigen zu können. Ich habe was gefunden. Und zwar haben wir hier oben, wie ihr sehen könnt, ein Fähigkeitslied, das gerade am Laufen ist. Das heißt, wir kriegen noch eine Minute, 20 Sekunden circa, kriegen wir noch Bonus. Oh, jetzt zieht ein Nebel auf. Kriegen wir jetzt noch Bonus-Erfahrungspunkte für die Fähigkeiten, die wir machen. Und ich habe herausgefunden, wie ihr da bis in uns, also wirklich bis ins Unendliche Erfahrungspunkte machen könnt. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar sind wir schon am richtigen Spot. Ich muss mich kurz beeilen, weil wir haben nur noch eine Minute. Wie ihr sehen könnt, hier ist die Stadt rechts und hier ist dieses, ja, diese Weinreben direkt neben dem Kreisverkehr. Und das war's auch schon, mehr müsst ihr nicht wissen. Wir brettern hier jetzt einfach mit Vollstoff durch und kriegen hier Zerstörungsfähigkeiten. Unser Multiplikator schießt auch sehr schnell hoch. Und dann brettern wir hier halt einfach durch, machen die ganze Zeit Drifts und immer schauen, dass wir durch diese Weinreben durchfahren, die ganze Zeit am Driften sind. Dann kriegen wir die ganze Zeit abwechselnd Drift und Zerstörungspunkte. Man kann natürlich auch noch spezielle Moves machen, wie zum Beispiel rückwärts fahren und dann gleich wieder vorwärts fahren. Dann kriegt man diesen ultimativen J-Turn, der da gerade oben dort war. Oder dieses Seitending, hervorragende Fähigkeit. Da ploppt eine Sache nach der anderen auf, wie ihr sehen könnt. Und die Punkte schießen nur so nach oben. Warum mit dem Fähigkeitslied? Für Leute, die Forza noch nicht gespielt haben, zumindest das Neue, es gibt jetzt so Fähigkeitenlieder. Dadurch kann man sich halt die doppelte, den doppelten Multiplikator kann man sich dadurch holen. Und ich habe in dem Fähigkeitenbaum, da gehe ich später nochmal darauf ein, habe ich mir nämlich ein paar Bonussachen noch verschafft, wodurch dieses ganze Ding hier, was ich gerade mache, noch effektiver wird. Und da gehe ich dann später nochmal drauf ein, aber zum Grundprinzip hier, ihr seht, der Multiplikator geht jetzt sogar bei mir bis 12 nach oben, ungeskillt kommt man bis 10 und ansonsten brettert man einfach die ganze Zeit hier über die Felder. Mehr muss man nicht machen. Man hat seinen Spaß, weil man rumdriften kann und die Sachen eben machen kann und ja, dann hat man eben hier noch die Möglichkeit, bis zu Millionen, 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen, wie man halt gerade lustig ist, einfach rumzufahren und die Punkte zu machen. Es ist vollkommen egal, ob das Lied ausläuft oder nicht. Man kriegt trotzdem weiterhin die Punkte, also der Multiplikator bleibt bestehen. Und ansonsten, wie gesagt, auf die Punkte gehe ich später noch ein. Ich will euch jetzt nur zeigen, wie schnell das einfach vonstatten geht. Zu beachten gibt es eigentlich, sage ich mal, die Bäume außenrum. Da darf man natürlich nicht dagegen fahren. Wenn man dagegen fährt, dann verliert man seinen ganzen Multiplikator und auch die Punkte, die man erfahren hat. Hier oben rechts würde ich vorsichtig sein, wenn man hier drüber fährt. Ja genau, da kommen hier nämlich manchmal so Huckel. Und das könnte durchaus sein, dass das Auto dann abhebt und ihr vielleicht nicht mehr auf allen Vieren landet. Und ja, dann sind die Punkte natürlich auch weg, ganz klar. Ansonsten, ja wie gesagt, fahrt hier rum, dreht eure Kurven, macht sonstiges, also ihr könnt alles x-beliebige tun, ihr könnt einfach hier, Hauptsache ihr bleibt einfach auf diesem Feld. Das ist einfach wichtig, dass ihr halt nirgends dagegen rennt, damit die Punkte halt nicht verloren gehen, weil das ist dann sehr ärgerlich und man muss dann auch wieder auf ein neues Fähigkeitenlied warten. Ja, ich fahre jetzt hier noch ein bisschen rum und hole mir da noch ein paar Punkte zusammen. Und werde das aber jetzt nicht irgendwie schneiden oder so, weil ich will euch ja zeigen, wie schnell das dann geht. Ihr müsst es ja quasi dann immer mal 12 rechnen. Also wenn ich da jetzt bei 100.000 Punkte bin, dann habe ich ja einfach mal 1,2 Millionen Fähigkeitenpunkte. Und das ist eben das Heftige an der ganzen Sache. Und wie ihr seht, sind wir auch gleich oben auf einer Million und soweit werden wir es ja auch machen, bis wir da die 100.000 haben. Und dann gehe ich noch auf ein paar Sachen ein, die dann auch noch wichtig sind, die man unbedingt machen sollte, bevor man hier an die ganze Sache rangeht.
Und ja, ansonsten, wenn euch die Farbe von diesem, also die Lackierung von diesem Ford Focus hier gerade recht gut gefällt, muss ich noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Die habe ich nämlich selber gemacht und zwar könnt ihr die auch runterladen, wieder wie gewohnt für die Forza Horizon Fans, in dem Design einfach nachsuchen. Gebt einfach ein Snake the Ghost, so wie ich es gerade ausgesprochen habe, keine besonderen Überzeichen. Zwischen Snake, The und Ghost jeweils ein Leerzeichen, das solltet ihr recht finden. Oder ihr schaut einfach direkt beim Ford Focus RS 2016, schaut ihr einfach in die Lackierungen rein und gebt vielleicht als Suchbegriff Ken Block oder sowas ein. Das habe ich nämlich auch als Ken Block quasi markiert, weil es halt eine Anlehnung an ihn ist, wie viele wahrscheinlich schon erkannt haben. Die Grafik, wie ihr seht, von dem Spiel ist einfach nur berauschend. Also, wenn es am Dienstag rauskommt und jemand war sich unsicher, ob er sich holen soll, hey, holt euch das. Ohne Witz, ich finde das Spiel einfach mega. Es macht ultra viel Spaß. Es gibt so viele Neuerungen. So, jetzt haben wir die 100.000 erreicht. Jetzt fahre ich hier mal beiseite und lassen das auslaufen. Jetzt sind wir bei 1,2 Millionen. Wir sehen, Fähigkeitspunkt verdient. Der Balken schießt nochmal rüber, nochmal Fähigkeitspunkt verdient und dann ein drittes Mal bestimmt auch noch. Mehr werden, soweit ich weiß, aber auch gar nicht angezeigt. Genau da dürfte sich jetzt nichts mehr bewegen. Genau, und da steht jetzt ultimative Fähigkeitskette 12.500, also das ist der Wahnsinn. Wenn ich hier jetzt reinschaue, haben wir auch einfach jetzt mal hier wieder 9 Fähigkeitspunkte. Also ich weiß jetzt leider nicht, wie viel ich davor hatte, aber wir haben auf alle Fälle einige gemacht. Und wenn wir schon hier sind, möchte ich auch gleich drauf eingehen, was ihr mitnehmen solltet. Und zwar im Fähigkeitenbaum. Genau. Ist hier eben ein Talentbaum. Das ist auch ganz neu für Forza Horizon 3 ist das eben neu rausgekommen. Also ich meine, den Talentbaum an sich kennen wir schon vom Zweier, aber im Dreier gibt es halt jetzt drei verschiedene. Hier gibt es Sofortgewinne, aber das möchte ich euch alles nicht nehmen. Das seht ihr alles selber, wenn ihr euch das Spiel holt. Ich möchte euch jetzt nur zeigen, wie man am schnellsten hochlevelt. Und zwar haben wir hier einmal den Skill Horizon Fähigkeitslied. Dadurch besticht man quasi die DJs und kriegt hin und wieder eben so ein Fähigkeitslied, womit die Fähigkeitsmultiplikatoren halt verdoppelt werden. Dann haben wir hier einmal den Zerstörungswütig. Da verdienen wir 10% mehr Fähigkeitswertung für Zerstörungsfähigkeiten, was wir ja quasi machen. Also diese Weinreben, die wir da zerstören, sind ja sozusagen einfach Zerstörung. Dann haben wir hier noch die Drift. Driftpunktzahl wird erhöht, auch um 10%, sollten wir natürlich auch mitnehmen. Dann haben wir hier noch mit 20% für Sprungfähigkeiten, weil wie gesagt, es sind einfach hin und wieder Huggel dabei. Kann man mitnehmen, bringt auf alle Fälle nichts Negatives. Dann haben wir hier noch reingehauen, verdient zusätzlich 25% EP durch gelandete Fähigkeiten im Freifahrtsmodus. Ich gehe einfach stark davon aus, dass das natürlich da dazu zählt, weil wir sind ja gerade nicht in einem Rennen, sondern in einem Freifahrtmodus. Dann haben wir hier noch, ihre Fähigkeitskette endet eine Sekunde später als üblich. Ist natürlich vom Vorteil, sollte man mal irgendwie eine längere Zeit geradeaus fahren, dass sie nicht dann gleich abbricht, sondern dass man dann noch Zeit hat, einen Drift einzuleiten oder sowas, damit man halt auch in Ruhe weitermachen kann. Dann haben wir hier noch, es ist nicht leicht sauber zu bleiben. Das bringt uns jetzt nichts, weil das ist nur für Rennen. Aber wir müssen hier rechts zu Fähigkeitenlegende. Völlig von der Kette. Ihre Fähigkeitenmultiplikator kann bis auf 6 steigen. Das ist eben der Grund, warum es bei mir jetzt bis auf 12 hochgegangen ist und nicht nur bis 10. Also der ist richtig wichtig. Richtig wichtig. Dann geht's hier nach unten, den Wombo-Kombo. Den glaube ich. Also ich bin mir nicht sicher, ob er was bringt. Ich habe ihn jetzt einfach mal mitgenommen, weil es steht halt dort, und verdienen Sie 10% mehr Fähigkeitswertung auf Kombo-Fähigkeiten. Weil rein theoretisch machen wir eine Fähigkeit nach der anderen. Das sollte ja dann eigentlich eine Kombo sein. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es funktioniert, aber ich habe es jetzt einfach mal dazu getan. Wieso nicht? Der Rest bringt uns eigentlich nicht viel, außer höchstwahrscheinlich der hier noch. Beschreibung, Ihr Fähigkeitsmultiplikator erhöht sich doppelt so schnell. Gut, ich meine, wie gesagt, wir haben keinen Zeitdruck, wir können da hin und her rutschen, so viel wir wollen. Das ist eigentlich überhaupt kein Stress. Also kann man mitnehmen.
Muss man aber nicht. Genauso wie hier unten, dann den Radius da, sorgt halt dafür, dass die DJs die Lieder einfach öfters bringen. Ansonsten habe ich euch eigentlich alles gezeigt. Wie gesagt, die anderen sind jetzt nicht allzu wichtig, braucht man nicht unbedingt. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, wie ihr an den Skin kommt. Ich habe auch noch mehrere, zum Beispiel den Nissan Skyline von Too Fast to Furious habe ich noch nachgemacht. Der hat mich 16 Stunden Arbeitszeit gekostet. Also ich bin da wirklich krankerweise mit einem Lineal hingegangen an den Bildschirm und habe die 1 zu 1 umgerechnet auf den Bildschirm. Und mir sind auch ein paar Sachen aufgefallen. Die Maße vom Forza stimmen nicht ganz. Also der Skyline ist ein, zwei Zentimeter auch zu kurz. Deswegen geht das manchmal nicht richtig auf. Da musste man ein bisschen tricksen. Aber es hat auch geklappt. Und ja, mich würde es freuen. Ich kriege nämlich endlich wieder Credits durch diese Runterlad-Aktion von euch und ihr könnt mit einem schönen Skin durch die Gegend fahren, wenn er euch gefällt. Und ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert oder wenn ihr einfach ein Like da lasst. Und sollte ich wieder irgendwas finden oder vielleicht noch einen schnelleren Weg, dann melde ich mich natürlich wieder. Tschüss.